Oh, eine Nachricht von Ma. Miles, wegen der gestohlenen Museumsstücke. Ich war am Abschlepphof und habe eine alte Telefonnummer auf dem Laster entdeckt, die du verfolgt hast. Ich bin vielleicht an was dran. Treffen wir uns zum Lunch im Park bei meinem Büro? Sandwiches gehen auf mich. Ich kann jeden Hinweis brauchen. Wenn wir den Laster nicht finden, muss das Museum dicht machen. Plus, es geht nichts über Sandwiches. Spur von Connors? Nein, noch nichts. Es ist MJ. Schlechte Nachricht. In Connors Haus wimmelt es vor Jägern und vom Arzt keine Spur. Gute Nachricht. Ich glaube, ich weiß, wo er ist. Auf der anderen Flussseite. Vielleicht bei... Los geht's. Er wartet. Okay. Ich hol die Ausrüstung. Das Training mit Sable zahlt sich früher aus als gehofft. Ein Zoo. Connors muss hier irgendwo sein. Das muss ich Pete sagen. Das Fenster ist offen. Sie sind spät. Wo ist der Laster? Aufzeichnung. Sie wollen seine Reptilgene reaktivieren. Sie haben Dr. Connors studiert. Da drin sind viele Jäger. Hier haben sie sich wohl eingerichtet. In die andere Richtung gucken. Hallo? Ich mag's nicht, wenn man sich an mich ranschleicht. Hab mich wohl geirrt.
Vom Dach aus sehe ich vielleicht mehr. Du bist am falschen Ort, Kleine. Ich mache es möglichst schmerzlos. Ich komme zu dir. Ich muss sie trennen. So viele wollten ihn töten. Menschen und Tiere. Ich glaube, es ist unmöglich. Du hast recht. Unter Trümmern lebendig begraben. Im Schlund eines Löwen gefangen. Ich sehe nach. Doc. Was ist das da oben? Oh mein Gott. Vulture. Ist er? Ich muss Connors finden. Wieder eine von Totenstille geplagte Nacht. Nicht mal seine Flügel konnten ihn retten. Damit hätte er überlegen sein können. Aber nein. Ich habe sie gestutzt. Er ist tot? Telefon. Connors Handy. Oh, bitte stopp mich. Harry, ich bin's, MJ. Ich bin in einem verlassenen Zoo in Jersey. Bitte. Nicht. Bitte. Ihr versteht das nicht. Mein Code für den Käfig und den Schlüssel für Connors Fesseln. Ich muss sie finden. Okay, MJ. Code finden, Schlüssel klauen. Zur Welt. Es ist fast soweit. Craven ist gleich bereit. Das ist gut. Ich freue mich auf heute Abend. Wir hatten schon länger niemanden mehr, der würdig war. Da drüben, da war was. Wartet, schon unterwegs. Muss neu verkabelt werden.
Hey, was war das? Ich überprüfe das. Sie haben einen Code für den Käfig und den Schlüssel für Connors Fesseln. Ich muss sie finden. Die den Code eingab, muss in der Nähe sein. Ich habe nur eine von Cravens Jagden live erlebt. Ich träume immer noch davon. Diese wird besonders. Die Jagd unseres Lebens. Mit genug Training will ich eines Tages mal so sein wie er. Wenn sein Plan heute Abend aufgeht, dann werden wir sein Erbe antreten müssen. Wenn die Zeit kommt, bin ich bereit. Einem Löwenangriff geschlossen wurde. Furchtbar. Die Jägerin mit dem Code kam hier lang. Wo ist sie? Oh, wer schreibt denn nicht seine Passwörter auf? Symkarianisch. Er nannte sich Manguste. Manguste. Vielleicht kennt der ja den Code. Ich muss ihm nur vorgaukeln, dass ich Vika bin. Meine Art Hierarchie. Offenbar hat sie einen hohen Rang. Gut zu wissen. Rufzeichen für den Funk. Mal sehen, wer diese Manguste ist. Garin, mein treuer Untergebener. So werde ich gleich durchschaut. Ich muss rausfinden, wer Vika ist. Symkarianische Lyrik. Ist wohl ihre Muttersprache. Vegre. Jo hier. Symkarianisch ist perfekt. Hoffentlich reicht meins aus. Okay. Ich hole mir diesen Code. Komm schon, MJ. Dein Symkarianisch ist gut genug. Geh einfach ran. Itvika, Vika, Mangusnok. Vika, bitte gut. Garin, Elegemvana, Hiva Scheidbol. Holvanak, Akesolek, Hoskodok. Hoskodok, Sorosoto, Hosisformatio, Tablanban. Tut hat nat? Teperigas tut hat net. Milhongong beseles velen. Ne hilft helpet. Merta feet be kyruhet. Das hat sich gut angefühlt.
Okay, ich sollte los, bevor er herkommt. Wo ist dieses Whiteboard? Da bist du ja. Codes für das Gehege. Den Code habe ich. Jetzt den Schlüssel. Ist nachts eingebrochen, um gegen den Löwen zu kämpfen vor der Einschläferung. Hier sind wohl beide gestorben. Hier stimmt was nicht. Um Connors zu helfen. Die Schlüssel sind im Reptilienhaus. Ich muss da schnell hin. Der Laptop steuert die Drohnen. Muss neu verkabelt werden. Hey, was? So eine brauche ich auch. Da, er hat den Schlüssel. Das Tarnfeld. Ich kann mich dahinter verstecken. Ich weiß, es klingt verrückt, aber ich kann sie hier spüren. Bei uns. Wenn die Geister der Toten dir so viel Angst machen, solltest du vielleicht den Beruf wechseln. Sie verurteilen mich. Ich höre sogar alles, dich flüstern. Könntest du den Geist jedes Wesens hören, das ich getötet habe, wäre das sehr laut. Konzentrier dich. Hol sie da raus.
weiter Weg hierher. Wir müssen hier verschwinden. Schnell! Ich werde unruhig. Moment, Sie sollten nicht... Sie sollten nicht... Kennst du diese Bestie? Er heißt Kurt Connors. Er ist ein guter Mensch. Es gibt keine guten Menschen. Nur gute Beute. Sorry, sind spät dran. Seid ihr zwei okay? Jetzt ja. Es gibt ein Labor im Atrium. Vielleicht gibt's da eine Probe des Serums. Mir bleibt nicht viel Zeit. Wir verschaffen ihm welche. Den Hügel rauf! Das Glasgebäude! Bitte, schnell! Wir machen den Weg frei! Haltet durch! Keine Sorge, Doc! Wir bringen Sie zum Labor! Heute verwandeln Sie sich nicht! Das Ziel ist in Sicht! Diese Jäger sind doch eindeutig Lebensmüde! Erst Brimstone, jetzt Lizard! Die machen wohl nur die Drecksarbeit für ihren Boss! Sie müssen ein dickes Gehalt kriegen! Wer macht jetzt unangebrachte Witze? Du lernst schnell! MJ, geht weiter, aber vorsichtig! Schaff! Bereit zum Feuer! Schnell weg hier! Ein paar Jäger versperren uns den Weg! Die haben sogar ihre Haustiere mitgebracht! Pfeile los, Junge! Das sieht nicht gut aus! Ich spüre es. Bitte. Wir sind fast da, Doc. Schön tief atmen. Okay. Okay. Ziel. Volle Deckung. Geschafft. Los, weiter. Es ist nicht mehr weit. Da! Da ist das Labor! Geht's euch beiden gut? Erstmal! Nicht gut! Ihr müsst die Typen schnell loswerden! Beeilung! Ihr werdet... Wenn euer Boss so toll ist, warum kämpft er dann nicht gegen uns? Ihr seid seine Zeit zu wert. Aber heute schon? Die haben echt kein Selbstwertgefühl. MJ, wie sieht es aus? Wir lassen nicht zu, dass die ihnen was antun. Alles wird gut. Bitte. Ich kann das nicht mehr mal. Spider-Man! Tut mir leid, aber wir müssen los. Rotes Haar. Schmutziger Boden. Es kann nicht.
die Arbeit, wir geben euch Deckung! Das, damit kann ich ein Gegenmittel machen. Er ist hier. Tut mir leid. MJ! Nein! Nicht so giftig, wie alle sagen. Ja, MJ, ich glaube, ich atme ich. Ich bring ihn um! Harry! Ja, tu das! Achtung! Ja. Ich weiß, alles wird gut, komm schon. Ich kann nicht sehen. Na los, Pete. Ein Schritt nach dem anderen, komm schon. Das ist die Zeit. Ich. Siehst du, wir sind fast. Pete, sprich mit mir. Fast geschafft. Halt durch. Komm schon. Steh auf. Harry! Pete? Bitte bleib bei uns. Komm schon. Pete. Komm, das ist doch nichts. Weißt du, noch in der 5. Klasse als... Nein. Du musst wach bleiben, Kumpel. Pete. Nein! MJ, bring ihn hier weg. Ich erledige das. Alles klar. Oh, fühlt sich das gut an! Er lebt noch! Euer Boss muss wohl besser zielen!
Du bist genau das, was Raven gesucht hat. Dann tut er mir wirklich leid. MJ, ich bin unterwegs. Was bist du? Verfolgt Lizard. Die Spinne gehört mir. Entspannt euch. Mir geht's gut. Vielleicht etwas Wasser. Wasser, hol ich. Der Anzug heilt also deine. Ja. Das heißt, ohne ihn bist du. Ja. Okay. Wir müssen das Ding wieder an Harry kriegen. Wie hast du ihn mir gegeben? Ich weiß es nicht. Es ist einfach passiert. Okay. Ich versuch's mal. Oh. Pete, du hast da etwas im... Was ist... Okay, nicht weiß ich. Was zum... Bist du okay? Mir geht's gut. Ich versuch's nochmal. Was ich tun soll. Wir müssen Dr. Connors finden. Leider. Ist er zurzeit ein sabberndes Reptil? Craven! Das Serum! Er trug es am Hals. Das hat er bei Dr. Connors benutzt. Wenn wir das Serum finden, könnten wir es analysieren und mit der Ausrüstung hier ein Gegenmittel herstellen. Und Dr. Connors aus Lizardland zurückholen. Ich hefte mich mal an Cravens Fersen. Er ist bestimmt längst weg aus diesem Zoo. Tja, zu unserem Glück hat er was zurückgelassen. In Little Odessa gibt es ein Pfandhaus, das sich auf Seltenheiten spezialisiert wie das Messer. Fangen wir dort an. Gute Idee. Das Schräge ist, ich fühle mich lebendiger. So geht. Ging es mir auch. Wie funktioniert das Teil? Ganz ehrlich, ich kann es nicht erklären. Ich denke, der Anzug hört. Okay. Vielleicht hilft der Craven, uns ein Serum zu finden. Aber lass dich nicht wieder abstechen. Okay? Ich gebe mein Bestes. Ich pass auf. Versprochen.